Ah, Feld 2 abgeschlossen, sehr schön. Das liest man doch gerne. Tatsache. Soll ich den Ernteauftrag 25 auch noch annehmen? Ja, klar. Okay. Wird alles angenommen. Jo, habe ich gemacht. Sehr gut. Okay, der Anhänger hat Maximum erreicht, ist voll. Ja, dann guck, wo du einen guten Preis kriegst und fahren direkt weg. Preise. Denk dran, Molkerei zählt nicht, das ist unsere. Ja, aber da geht's ja nur in den Baumarkt. Wusste ich nicht. Hätte ja auch sein können, dass der Supermarkt was nimmt da oben. Baumarkt, Molkerei, Molkerei. Und Supermarkt fahre ich nicht an. Also das Ding da reinzumuchen. Ich bin mal im kurz weg, ich bin gleich wieder da. Jo. Ja, dann auf So. zum Bauernmarkt. Baumarkt war die Hütte, die hier vorne steht, ne, bei uns da Ja. am Feld. Und wir machen uns jetzt auf den Weg nach oben. Gott, ist der Anhänger schwer. Ja klar. 32.000 Liter Milch hat schon was. 24.000. Ah, 24, ja. Na dann. Aber ich will nicht wissen, wie schwer der ist. Da dürften schon ein paar Tonnen sein. Also wahrscheinlich mindestens 25 Tonnen. Ja, ist durchaus möglich. Also nur Ladung. Ohne Ja. Eigengewicht. Sie. Ah, wir sind auf 40 km/h runter. Wieso steht da ein Zaun? 23, 21, unten mit 96 km/h angekommen, oben 21. Naja, bei 100.000 Litern, die ich drin habe, Wo lade ich das denn hier im Baumarkt? Ach ja. muss da einmal um die Ecke fahren. Helfer C. Ach, Helfer C ist der Durch Radlader den gewesen. Trigger? Ah hier. Ich dachte, du musst da um eine Ecke fahren. Nee, ich hab am Trigger gefragt, aber ich war noch auf dem. Hier ist das Ding noch mal. Der kleine. Ach so, du warst auf dem Dolly. Genau. Ups. Ja, zack. 30.000 Euro kriegen wir für den. Okay. Ja. Das ist mal nett. Oh, Anhänger 1 leer. Hier muss Wie ich lange hat das jetzt leider. gedauert mit der Milch? Ich glaube, die können wir fast jede zweite Realtime-Woche verkaufen. Und wir haben nur einen Bauernhof, eine Molke, einen Kuhstall, ne? Vielleicht sollten wir mal wirklich über den zweiten Kuhstall nachdenken. Brauchen wir eine Million für. Okay, vielleicht sollten wir doch nicht drüber nachdenken. Ich wollte es nur direkt gesagt haben. Was liegt eigentlich als nächstes an, was wir kaufen oder fällt, ne? Feld, beziehungsweise, also jetzt als erstes Kredit, dann Feld, dann Traktor für dich. So, bei welch, wie viel Prozent sind wir denn jetzt? Schauen wir mal gerade. Ne? Feld 19, 90% und es geht noch höher, 91%. Und da sind wir leer und 93%. Wow. Das. Ich bin hier gerade auf den Hof gefahren, aber immer vorne voll abgehoben. Ist halt abgehoben. Abgehoben. So wie ich jetzt. Oh,
Da war die Bordsteinkante. Ich Soll ich bin den nicht Rest auch noch abgehoben. verkaufen? Obwohl, naja, 7900 Liter. Ne, was ist das? 7300 Liter reicht. Oh, Nee. lohnt sich nicht. Nee. Deswegen den großen Anhänger da hinstellen, wenn wir abtanken und wir müssen oben nachfüllen, dann können wir das immer wieder aus dem großen rausholen. Deswegen wäre es cool, wenn der große halt immer voll bereitsteht. So, bin wieder da. Und wenn wir dann merken, es ist wieder zu viel Milch da, dann hingehen und verkaufen. Gut, lass mal die Gülle. Mach das. Na, Oh, mein komm. Schwein. Muss Ich hab wahrscheinlich auch wieder nicht viel. zweimal fahren. Ja, das ist durchaus möglich. Was ging hier rein? 17.000 Liter oder sowas, ne? Ja. Ja gut, dann sind es zweimal, ich glaube 36.000 Liter Gülle oder sowas sind bei den Schweinen Was haben wir hier? Einen Rübenüberladewagen und ein Anhänger von Klaas zum Transport eines Schneidwerkes. So. Gülle. Was mal Rasen, wenn ich für den Rasen noch mehr, ne? Ja. Nur Gras oder Heu? Musst du nachgucken, wie viel wir haben an Heu. Wenn wir da noch über 300.000 haben, dann Gras, bis das Fermentiersilo voll ist. So, da haben wir 27,4 Tonnen. Da haben wir, Moment, gehen wir nach Kubik. 30 Kubik, die wir reinkriegen. 34 Kubik. Am Springen? Nein, ich Ich. gerade nicht. Ah. 32, der ist raus. Genau, der 202.000er Gülleanhänger, der wäre eine Aufwertung. Ne, dass wir auf 34,5 Kubik kommen. Wie viel hat der jetzt hier? Der hat, ich gucke, Moment. Hanke, du bist außer Puste, was war los? Da, der hat 15,5. Wow. Ja. Nix war los. Ja, du bist so außer Puste gewesen. Ja, ich musste mal runter in den Keller. Ah, okay. Was Neues zu trinken holen. Ah, schlecht vorbereitet. Ja. Okay. Ja, ich gucke hier auch schon immer links und rechts hier bei mir, aber ich habe mein Trinken auch in der Küche stehen. Ich habe mein Trinken hier stehen. Ich habe nur das Problem, die Blase ist so langsam voll. Das ist wirklich ein Problem. Was ist denn bei 25? 25 hat man angenommen, ne? Zum Ja, Ernten. genau. Und je Ja, beim nachdem, wer von uns Vorbeifahren gleich stehen. durch ist, Hanke oder ich, da gucken wir dann, dass der andere noch Feld 14 macht. Jetzt Wie wahrscheinlich lange? ich. Ich werde wahrscheinlich nur noch hier Feld 4 fertig machen. Okay, machst du dann Schicht für heute? Ja. Aber du hast doch morgen frei. Trotzdem. Ja, 15.500 Leute gehen hier rein. Ja, sagte ich doch, 15,5. Ja, dann wie viel haben wir denn jetzt noch bei den Schweinen da rumfliegen? Nochmal 21.000. Ja, gut, also zweites Mal werde ich auf jeden Fall fahren für die 6.000. Ja, soll ich mal für die 6.000 dann fahren? Ja, wahrscheinlich nicht. Ja, das ist wieder so eine Sache, so mit Pro und Contra. Gut wäre es, wenn alles leer ist, aber solange die halt noch Platz haben, ist halt so wild. Ja, eben, alter Schwede, ich komme ja gar nicht aus den Füßen. Und es gibt einen Anhänger, ne, da passen 27.000 Liter rein. Kostet aber auch bestimmt für 27.000 Liter Geld, ne? 202.000, das war das, was ich gerade gesagt hatte. Was hat der gekostet?
Da habe ich jetzt nicht drauf geachtet, aber nicht so viel. Ich glaube, der hat noch nicht mal 100.000 gekostet. Kriegen wir noch nicht für viel zurück. Ja, wir haben eh kein Geld, wir müssen aber Kredite zurückzahlen. Ja. Ich gucke gerade, Können wo wir nicht ich. eigentlich schon mal 50.000 zurückzahlen? Könnten Oder wir? muss man alles auf einmal zahlen? Na, wir können das in 5.000er Schritten zurückzahlen. Der hat gekostet 77,5. Wow. Ja. Und hat jetzt noch einen Wert von. Wo haben wir ihn? Saattechnik, Einzelsaatgülle. 38,6. Lohnt sich auch nicht. Nee, nee. Lass mich gleich mal noch Zucker wegfahren und dann können wir immer noch gucken, was wir verkaufen, was wir an Kohle zurückgeben. Aber was haben wir vorhin schon gesagt? Wir könnten mal zwischendurch noch einen menschlichen Helfer hier gebrauchen. Goku ist nicht da. Biene schafft es beruflich nicht mehr hier mit einzusteigen Lieber während ist des krank. Streams. Biber ist krank. Wir brauchen noch jemand, der so unter der Woche mal was macht. Du bist ja krank geschrieben im Moment. Ja, diese Woche jetzt. Aber ich habe auch noch ein bisschen was anderes zu tun. Aber so generell könnte man ja überlegen, ob es nicht irgendwen gibt, der vielleicht doch noch mit einsteigen könnte. Ja, müssen wir mal überlegen. Ich habe vorhin schon aufgerufen, Bewerbungen in die Kommentare. Kann man ja mal gucken, wer sich so bewirbt. Wow, das war knapp. Fast hätte ich den Mähdrescher weggetackelt. Vielleicht hat Dirk ja Lust. Das war meine Anspielung. Hiermit bewerbe ich mich. Ja, das hatte ich mir schon fast gedacht, dass Dirk da um die Ecke kommt. Axel schreibt gerade, er hat das Spiel leider nicht. Ja, ich weiß, das hat er letztens schon geschrieben. Einmal wieder Kameraflip. Ja. Helfer B hat die Arbeit erfolgreich beendet. Ah, bei dir ist es B, bei mir ist es G. Bei mir war das OP. Dirk, da geht es auch unter anderem darum, dass du dann eventuell im Stream dabei sein könntest. Also donnerstags abends. Und halt ansonsten, dass du hier mal so zwischendurch dich um die Tiere kümmerst oder wenn viel zu tun ist. Gerade was so Steinesammelaufgaben betrifft oder Mähaufgaben, die halt Hört so sich an, als anfangen. würdest du irgendwie einen Lakaien suchen. Ja, hey, jeder fängt unten an zu arbeiten, oder? Knecht. Nein. 40 Euro kostet im Moment. Aber günstig. Was, wie viel? 40 Euro schreibt Drexel. Ah, cool. Normalerweise kostet 70. Ja. Ja, Deichsel ist ja auch bei mir beim 7 Days-Projekt mit dabei. Morgen. Und Deichsel macht sich verdammt gut.
Ja, ich höre aus, der hätte ich auch noch mal Bock drauf. Schon ein geiles Game. Auf alle Fälle. So, was haben wir denn jetzt hier? Schweinchen. Ja, 5700 Liter, also dafür fahre ich jetzt hier nicht immer hoch. Moment, warte mal, habe ich denn jetzt hier alle Schweine damit abgehören? Warum geht das hier manchmal in dem kompletten Ding und manchmal nicht? Weiß ich nicht. Von unten nach oben arbeiten, genau so, Dirk. Ja. Jeder fängt klein an. Und wenn du an den richtigen Tagen mit dabei bist, darfst du auch die großen Mähdrescher fahren. Ja, was? Geh mal auf den Bauernhof. Meinst du, die lassen dich auch direkt sofort auf den Mähdrescher? Ne. Da fängst du erstmal mit einem kleinen alten Traktor an. Außer es Mund nur der Mann. Ja, das ist nochmal was anderes. Aber im Normalfall. Endlich, ey. Die letzte Furie. Also Tiere versorgen, das dauert auch schon seine Zeit, Ja, deswegen sage ne? ich ja, da wäre Ja. jemand, der unter der Woche vielleicht mal reinschaut, so zwei, dreimal, ne? wer dann halt unter der Woche mal so zwischendurch reinschaut, dass das erledigt ist, einfach weil es ist viel Fahrerei, die einfach Zeit frisst. Das ist ja noch nicht mal bös gemeint, aber dafür bräuchten wir halt Unterstützung. Ja. Jemand, der die zeitfressenden Aufgaben übernimmt. Und Steine sammeln gehört ja nun mal auch dazu, zu den extremen zeitfressenden Aufgaben. Ja. Das ist eine extrem, extrem zeitfressende Aufgabe. Ja. Da ist ja nichts Böses von mir dabei, wenn ich sage, dafür brauchen wir Unterstützung. Wenn er halt dann donnerstags abends auch da ist und steht halt wieder die große Ernte an, daher, dass wir ja jetzt zwei Erntemaschinen haben, kann er da auch gerne mit anpacken dann. So ist das ja nicht. Sollte er ja auch. Ja. Mitgehangen, mitgefangen. Ja. Ah, so, jetzt muss ich, während ihr hier abpumpt, schnell was trinken. Mach das. Mach das. Ich fahre jetzt eben mit dem Mähdrescher zurück zum Anhänger. Und dann schicke ich den schon mal Richtung Werkstatt hoch. Aua. Weil Tank ist auch nur noch halb voll. Juhu. Ach, Moment. Ja, doch, ich muss erst tanken, Dann bevor ich fahre zum ich nächsten jetzt Feld muss. Rasenmähen. Jo. Das hört sich doch nach einem Plan an. Definitiv. Da hat sich einmal das Schneidwerk um die eigene Achse auf dem Anhänger gedreht. Oha. Ja. Ja, das flippt da ja rein. Und wenn du falsch rum drauf legst, dann dreht das sich auch automatisch rum. Ab geht die wilde Fahrt. Hep. Einmal auf den Weg stellen. Dann sagen wir dem mal. Fahren wir nach hier mitten auf die Straße und wir hüpfen wieder in unseren LKW rein und bringen die Sachen erstmal weg. Und rein in den Rasenmäher.
Ja, wie lange bin ich schon kein Rasenmäher mehr gefahren? Verdammt lange. Übelst lang. Verdammt lang her, verdammt lang. Welt 15 war das, ne? Jep. Feld 15 ist unser Rasenfeld. Oh, springt wieder irgendeiner? Ja. Ich Auf merk's damit, auch. es rockelt voll. Nein, ich kann nicht aufhören, ich muss ja aber zum Trecker hören. Guckt mal, Leute, gerade mit fast 100.000 Litern hier kaum den Berg hochgekommen, mit 96 km/h unten angefangen. Und ich war froh, dass wir hier oben noch 21 gefahren sind. Jetzt 30.000 Liter und 65 als Mindestgeschwindigkeit. Na, 60, sagen wir 60. Ups. Dass der jetzt nochmal runterging, das war wegen meiner starken Rückbewegung. So, wollen wir hier den Rasen angetragen gehen. Alter, ist ein bisschen Dirk, warum sollte es nicht funktionieren? Und was was. sollte nicht funktionieren? LS mit uns oder dass du donnerstags dann da bist? LS Juhu. über den Server ist Oh, Crossplay. ey. Sollte theoretisch funktionieren. Wer hat denn die Dinge jetzt umgestellt hier? Was? Hier wie heißt das hier? Den Auspuff da hinten. Ich wegen beim letzten Mal war wie heißt es? Hattest du heute, glaube ich, gemacht, aber am letzten Mal, wo der Ja. hier Heute. unterwegs war. Was ist halt Arbeitsmodus, ne? Ja. Ablage links oder rechts. Ah, jetzt. Also theoretisch spräche dem nichts entgegen. Du müsstest halt die passenden Mods haben. Und dann sollte das passen. So, jetzt habe ich immer nicht geguckt, wie viel Stroh, wie viel Heu und wie viel Gras hier. So, welches Feld nehme ich jetzt? Ich hatte gesagt, ich nehme Feld 25, ne? Ja, Feld 25 muss in Irgendjemand Lagerhaus gerade 1. zufälligerweise am Dingens? Am Hof? Nope. Nope. So, Feld 25, da können wir hier schön in der Einfahrt zu unserem Hof parken. Und jetzt hüpfe ich mal eben durch die Fahrzeuge. Zack, fertig. Hat noch nicht mal geruckelt. Ja, weil ich ein Fahrzeug weitergehüpft bin. Ach, siehst du mal, Helfermenü auf. Ich muss ja gerade die Gelegenheit nutzen und ihn befüllen mit den Paletten. Das heißt, ihn hole ich jetzt schon mal nach hier. So. So, richtig schön mal wieder um Rasenmäher zu sitzen. Ja, glaube ich dir. Kann mal wieder was. Glaube ich dir. Auf Niemandsland habe ich das fast täglich gemacht. Ja. Ja, jetzt haben wir auch das Mähwerk. Ins Fahrzeug einsteigen. Ich muss sagen, die Map macht aber auch mehr Spaß als Niemandsland. Wieso? Ja, weil du halt hier mehr Möglichkeiten hast zum Verkaufen und mit den Aufträgen und so. Mit den Aufträgen, da gebe ich dir recht. Verkaufsstationen hatten wir ja doch recht viele mit der Zeit. Ich bin gerade am Tanken, nicht dass ihr euch wundert, warum das Geld runtergeht. Habe ich mir gedacht.
Und in so einen Mähdrescher geht nun mal einiges rein. Ach so, ich muss ja jetzt. Hanke sitzt gerade nicht in seinem. Weil er will nicht, dann fahre ich doch mal eben. Selbst. Ich So. wähle mir einen Wolf. Zoom mal noch mal ein bisschen ran. Und ich möchte, dass du da so stehst. Jetzt geht's. Ah. Ah. Also, weil du Zipfel hier liegen lassen. Ey. Und go, komm. Jetzt gucken wir, dass wir mit dem Ernter eben so weit fahren, dass der LKW an uns vorbei ist. Fahr voll schief hier irgendwie. Gerade kann jeder. Ah, stimmt auch wieder. Und Hauptsache ist, es ist alles gemäht. Das krieg ich hin. Und gewendet. Nein, 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 wenden tun wir ja nicht. Ah ne, ist ja krass. Aber eingesammelt. Genau. Dirk, wann Das. hättest du denn mal Zeit, dass man gucken kann, dass du eventuell hier auf den Server kommst? Einzige Problem ist dann halt, dass du nicht mit in der PlayStation Party bist, wenn wir streamen. Weil er ja über Xbox spielt. Okay. Ja. Das ist allerdings ein Problem. Ja, nur für die Kommunikation. Für die direkte Kommunikation. Und wenn man ein Game Chat nimmt, Oh, wäre Katastrophe meistens. ein Oder wie ist der Versuch hier? wert. Ich habe ihn hier noch nicht ausprobiert. Aber für Stream ist Game Chat für den Eimer. Solche jetzt schon. Ja. Okay. War jetzt nur ein Gedanke. Der Ja. Gedanke war gut. Fahren wir mal hier rein. Und jetzt zeige ich mal am Willi, Wie wie man das. das mit Discord oder sowas einbindet, keine Ahnung. Auf der PS4 geht's noch nicht. Da ist fehlt noch das Update. So. Jetzt zeige ich euch mal, wie man das ganz einfach macht. Einmal hier Oh ranzoomen. Mann! So. So, jetzt kommt Radlader-Action. Was denn da? Die Paletten für Futter holen. Achso. Wer ist denn auf Feld 4 unterwegs? Du, Anke? Ja. Ui, so war das nicht geplant. Yo, Ah, Kenny wirft fast. alles durch die Gegend. Fast, das wäre jetzt geil gewesen, wenn die drin gelandet wären. Das Hat wäre Kenny dann so wieder ein Murks? One in Million Try. Ich murks doch nicht rum hier. Ich wollte nur einmal zeigen, wie man es nicht macht. Naja, dann. Jetzt zeige ich, wie man es macht. Ja. Vielleicht können wir die Paletten wieder auf der ganzen Map suchen. Ja. Ach, das wird wieder das Oster-Special. Wer sucht, der findet. So, guckt mal. Zack, 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 wie schnell das jetzt reingeht. Ja. Schön machst du das, Kenny. Ja. Ein Traum.
Ja, besser als wenn du daneben stehst und immer nur eine Palette für 20 Minuten nutzt. Weißt du, was traurig ist? Dass wir so viel Gras haben und man 100.000 Mal fahren muss, weil der blöde Anhänger immer so schnell voll ist. Ja. Und wir schon den größten haben. Ah. Ich bin gerade am Überlegen. Dirk. Ja, WhatsApp-Gruppe ist auch noch eine Option, nur für den für die Kommunikation während eines Streams nicht geeignet. Seid ihr denn alle d'accord damit, dass ich versuche, dann morgen den Dirk hier auf den Server zu kriegen? Ja, wegen mir. Wegen mir? Ist doch egal. Wow. Biene, was sagst du dazu? Weil, auch wenn du momentan keine Zeit hast, bist du ja trotzdem ein Teil des Projektes. Biber ist ja gerade aus gesundheitlichen Gründen nicht da. Kein Problem, sagt sie. Sehr gut. Dirk, morgen schreibst du mich dann bitte auf Twitch an. Per Flüsternachricht. Moment. Hier kannst du mir jetzt schon mal eine Flüsternachricht schreiben, damit der Chat geöffnet ist. Und dann klären wir den Rest morgen über Twitch. Und dann gucke ich, dass ich dich hier reinkriege. Zettel. Ich schmäh mir einen Wolf. Ein Wolf, ein Wolf. Ich hab immer noch Durst. Aua. Ja. Ich sehe es. Oh, gar kein Bock, das Flüsternachricht alles ist angekommen. einzuräumen. Gehört dazu. Muss man aber gleich mal einer dabei helfen. Ja, alleine brauchst du 3 Stunden. Ich bin jetzt gleich noch am Ernten und ich glaube, Hanke ist ja auch noch am Ernten. Wenn das Feld fertig ist, verabschiede ich mich. Das hattest du ja gerade schon angedroht. 20 Minuten ist das Spiel zu Ende. Oder spätestens denn. Oder spätestens denn. Dann wäre das eine Aufgabe für jemand, der morgen Zeit hat. Du zum Beispiel. Ja, nicht nur ich, Hank hat ja auch Urlaub. Ja, aber Nein, alles gut. wir haben morgen unser wollten ja Feuerwehrsimulator aufnehmen und nachmittags muss ich noch zu 2 Ärzten hin. Ja, alles gut. Ich will ja auch gucken, dass Dirk auf den Server kommt. Und dann werde ich das auch mal mit dem Ingame Voice Chat ausprobieren mit ihm. Deswegen, also ja. Dann bin ich morgen auch noch mal im LS unterwegs.
Dirk, hast du dann nur zwischen 12:30 Uhr und 13:45 Uhr Zeit oder wie ist das? Merkt man sich aber ja auch ganz schön einen weg, ne? Ja, deswegen lasse ich meistens den Helfer mähen und sammle direkt hinterher ein. Wir müssen Kredit abbezahlen. Ja, ich weiß. Naja, ein Ende ist in Sicht. Ah, okay. Die Kamera ändern, aber das wäre ja zu einfach, Leute. Wer mag es denn von euch schon einfach? Naja, hin und wieder. Ah, da füllen wir es rein. Wir sehen es unten rechts. Zack, ist die Palette drin. Also, für alle, die LS spielen und auch immer wieder Probleme haben mit Paletten, die die abholen müssten, nehmt einen Radlader oder einen Stapler und legt den auf die Seite. Nein, Spaß. Mit einer vernünftigen Gabel und dann könnt ihr das über den Anhänger drüber. Wenn der Anhänger das transportiert, dann könnt ihr so schneller beladen. So sieht's aus, Deichsel. Einfach kann jeder. Ja, einfach ist langweilig. Wir sind hier Profis, wir wollen Herausforderungen. Aber ich verrate nicht, worin wir Profis sind. Das bleibt unser Geheimnis. Auf jeden Fall nicht in LS. Kann man jetzt sehen, wie man will. Was, wo wir schon mal da sind. Da bleiben wir gleich hier. Ah, fertig. Wo ist das Papier? Na, wer weiß, wie es weitergeht. Ich habe gerade nicht aufgepasst. Was? Wo ist das Papier? Guten Morgen, liebe Sorgen. Seid ihr auch schon alle da? Habt ihr auch so gut geschlafen? Ja, dann ist ja alles klar. Also da hätte ich jetzt echt damit gerechnet, dass einer von euch den Text kennt. Ich habe gerade nicht aufgepasst. Ja, sagen sie alle. Ja, ist er so. Klingt zwar komisch, ist aber so. Ja. So, und sollte eine Palette nicht richtig abgeladen sein, seht ihr jetzt auf der linken Seite bei mir, Kipper auffüllen, L3. Zack, drücken,
losfahren. Und während der Fahrt füllt er jetzt halt noch den Rest auf von der Palette, die da irgendwo drin liegt, die nicht ausgepackt wurde, weil sie reingefallen ist. Da hat man ja ein paar davon. Aber so kriegt man das halt auch ganz leicht hin. Ne? Also theoretisch alle Paletten reinschmeißen und auffüllen lassen. Richtig. Nur, ne? Ja gut, aber er hat die gerade schon schön angefangen. Warum ja, Biene, da sagen? Hast du recht. Alles klar, Dirk, dann sag ich mal bis morgen und gutes Nächtle. Dirk ist raus. Yo, ciao, Dirk. Ciao, ciao. Guckt, da ist Willi fleißig am Mähen. Jetzt hier mal ein bisschen sammeln. Ich fahre jetzt ernten. Nutze ich das noch? Ja. Lohnt sich auch noch, Feld 14 zu machen. Mit Ernten. Weil wir den Hafer die Hirse brauchen. Das heißt, ich werde wohl eine Nachtschicht einlegen? So in etwa. So. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir hier vernünftig rangefahren kommen. So, gemerkt ist schon mal. Sehr gut. Dann guck mal auf den Wetterbericht, ob irgendwann Regen ansteht. Stopp. Mineralfutter abkippen. Das ist Nummer 1. Erstmal nicht. Ist ja auch August. 2. September ist ja. Das ist Nummer 3. Also für die Kamera kann ich gerade nichts, Leute. Das ist, weil wir hier so komisch stehen. Ja. Und den letzten Anhänger noch. Zack. Da ging das doch alles schön schnell jetzt. Einmal kurz positionieren, dann Helfermenü öffnen. Der fährt auch schon mal nach hier oben. Dahin. Zack. Und wir hüpfen mal gerade durch die Fahrzeuge. Fahr los. Danke. Da ist Hanke fleißig dran. Und jetzt schmeißen wir hier auch schon mal den Mähdrescher an. Warum steht der Radlader hier am Feld? Weil ich ihn gerade gebraucht habe. Und ich den dahin immer am besten zurückschicken kann. Einmal über den Bordstein. Willi fallen die Augen zu. Verständlich. Kopfschütz.
Also Mähen habe ich ja noch hingekriegt, aber das war's ja noch. Einmal gucken, dass wir hier schön gerade fahren. Was? Ja, ich habe gerade auch geguckt, was hier auf Feld 18 noch wächst, aber das war ja dieser komische Ölrettich da. Genau. Freunde, ich kann nicht mehr. Jo. Ich werde den Stream jetzt beenden. Mach das, Willi. Mach das. Weil ich jetzt hier quasi quer fahre, weil ich einschlafe dabei. Ja. Keinen Sinn, ne? Ja, dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ja, gerne doch. Schön, dass gerne du da doch. Warst. Und ja, den Rest wie immer, ne? Bewerten, kommentieren, kostenlos abonnieren. Danke dafür. Und dann schauen wir mal, wie es in der nächsten Session hier weitergeht. Dann vielleicht auch schon wieder mit Verstärkung. Schauen wir mal. Ja. Auf jeden Fall. Gut, alles klar. Ich sag mal, schönen Abend, schönes Wochenende und bis demnächst. Ciao, ciao. Bis dann. Ciao. Ciao. So, ich fahre jetzt hier einmal das Vorgewende, weil ihr seht links den Zaun. Das kriegt der sonst gleich nicht hin, der Helfer. Also machen wir jetzt hier ein schönes Vorgewende hin. Und dann passt das gleich. Ja. Hoffentlich. Biene, hast du morgen eventuell auch ein bisschen Zeit? Wenn ja, würde ich dich bitten, zu gucken, ob wir hier mit den Ernteaufträgen fertig sind, beziehungsweise Feld 14 und 15 gemacht ist. Da ist der Deichsel auch schon wieder bei mir. Welcome back. Biene muss morgen, glaube ich, wieder arbeiten. Ja, aber vielleicht hat sie ja nach der Arbeit noch ein paar Minütchen, wo sie sagt, kann sie hier reingehen. Bis 18 Uhr Dienst, vielleicht vormittags. Ja, alles klar. Na, also wäre cool, wenn du Feld 14 ernten könntest und die Hirse in die Tierfutterfabrik packst. Damit wäre auf alle Fälle extrem geholfen. Ich guck, Feld 25 ist ja Gott sei Dank nicht so groß, dass ich das jetzt gleich noch hinkriege. Hanke sagte ja auch, er macht sein Feld noch fertig. Das heißt, du hast dann zwei Ernter zur Verfügung. Kannst dir einen aussuchen. Ist doch auch schon mal was. Könnt auch beide mit Helfer fahren lassen. Ja. Den einen rechts am Feld, den anderen links am Feld. Und dann kann sie da das Feld rocken. Bei der Hirse gibt es ja leider kein Stroh. Aber ja. Wäre auf alle Fälle cool. Oder wenn das mit Dirk klappt, dass Dirk dann noch was macht. Ja, aber das machen wir ja erst so gegen 1 plus minus ein paar Minuten. Und ja. Er hat ja nicht ganz so viel Zeit. Ne, da dachte ich dann, wenn das klappt, kann ich mit ihm auf Feld 15 Gras sammeln. Ja. Oder so. Weil ich muss ihm ja den Hof zuweisen und Rechte geben.
Deswegen. Passt das hier wirklich schön mit den Bäumen? Das ist nur ein Strauch, da müssten wir durchkommen. Den kämmen wir jetzt einfach mal. Er wird auch noch gekämmt, der Strauch. Schön überall durchgekommen. Oh. Ja, und hier passt das auch wunderbar. Sehr schön. Hat doch optimal gepasst. Und das mit der Ansicht von vorne. Ich hoffe, das ist auch mal was für euch. Ja, das ist die Aufgabe für Hanke, dir das gleich eben per WhatsApp zu schreiben, dass du bitte Feld 14 erntest und in die Futterfabrik schmeißt. Hä? Was soll ich? Biene schreiben, dass sie das Feld 14 erntet und in die Futterfabrik schmeißt. Biene, du bist doch im Chat, warum soll ich dir das schreiben? Weil Biene gerade sagte, das hat sie bis morgen wieder vergessen. Okay. Ja, Kurzzeitgedächtnis und so. Nein, hat sie nicht. Ja, deswegen ja. Sie hat kein Kurzzeitgedächtnis. Bin alt, sagt sie. Das Küken in der Runde sagt, bin alt. Was für ein schlechter Scherz, Biene. Hafer. So, ich habe mal unsere lustige Gruppe benutzt. Sehr gut. Dafür ist sie da. Kurzer Dienstweg. Ja. Was denn? Was denn? Danke, du Wilder, hat sie geschrieben. Ah, okay. Hat schon der Gruppe geantwortet, okay. Ja. Bitte, Biene. Du Wilde. So, dann haben wir das hier jetzt erledigt. Rin, 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 rin. Also, wir haben fast die 3 Stunden voll. Ihr wisst, was das heißt, der Abschied naht. Es war auf alle Fälle wieder eine schöne, lustige Runde. Jo. Und ja, Deichsel, so ist das, ne? Morgen sind es ja auch wieder so ungefähr 3 Stunden. Plus, minus. Je nachdem, was ansteht. Und das würde ich gerne so beibehalten, so über einen dicken Daumen, 3 Stunden. Ne? Aber daher, dass ich ja jetzt hier heute schon den ganzen Tag am Ernten bin, wird das ja nichts Neues für euch.
Und ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht auch für den einen oder anderen einschläfernd wirkt, wenn ich hier die ganze Zeit nur parallel zum Ernter fahre. Ja? Musst du selber mal Ernte fahren. Bin ich doch gerade schon. Ja, länger, länger, länger. Noch länger? Hallo? Nein. Die Länge ist gut. Okay. Da hat er jetzt aber lange gebraucht. Ja. Feierabend steht an. Ja. So. Auf alle Fälle. Ihr wisst, wie es funktioniert auf YouTube. Bewerten, kommentieren, abonnieren. Und gerne auf Twitch vorbeischauen. Mir ein Follow da lassen. Damit ich vielleicht bald die 50 Follower schon mal habe. Und das nächste Ziel ist dann halt Richtung Multistream. Weil dann könnt ihr demnächst bei mir auch mehr als nur meine Perspektive sehen. Ob ich das dann schaffe, das auf YouTube auch passend hochzuladen, das weiß ich noch nicht, wie das funktioniert. Da schauen wir dann mal. Aber für alle, die dann live bei Twitch dabei sind, die können sich das halt anschauen. So, deswegen bleibt mir jetzt nur noch eins zu sagen. Hanke, es war schön mit dir. Ja, mit dir auch. Dirk, wir hören uns morgen. Biene, vielleicht sehen wir uns ja auch morgen. Und ja, bis dahin, habt einen schönen Abend. Ciao, ciao. Ciao.